In London hat die Weihnachtssaison begonnen. Es ist Hauptverkehrszeit. Pendler und Einkaufswillige strömen durch King's Cross, den belebtesten Schienenknotenpunkt der Stadt. Plötzlich rast eine tödliche Flammenwand durch den überfüllten Bahnhof. Es gibt 31 Todesopfer. Das älteste U-Bahn-Netz der Welt erlebt das verheerendste Feuer seiner Geschichte. Mit Hilfe einer Computersimulation enthüllen wir die genaue Unglücksursache. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Europa. England. London. Der Bahnhof King's Cross, der belebteste Verkehrsknotenpunkt Großbritanniens. Er verbindet die oberirdischen Züge aus dem Norden mit dem 418 Kilometer langen U-Bahn-Netz der Stadt, den die Londoner liebevoll The Tube, die Röhre, nennen. 5 U-Bahn-Strecken führen zu 8 Bahnsteigen am King's Cross. Die tiefste von ihnen verläuft 27 Meter unter der Erdoberfläche. Die Züge befördern täglich eine 250.000 Reisende durch das unterirdische Streckenlabyrinth. Mittwoch, 18. November 1987, 19.18 Uhr. Die Hauptverkehrszeit ist noch nicht vorbei und das Stadtzentrum ist jetzt in der Vorweihnachtszeit äußerst belebt. Für den 20-jährigen Damon Brody ist das Londoner Getümmel eine ganz neue Erfahrung. Er ist vor 5 Tagen hierher gekommen, um eine neue Arbeit in einer Computerfirma anzutreten und um ein neues Leben in der Großstadt zu beginnen. Er kann sein Glück noch gar nicht fassen. Ich wollte immer schon in London leben. Für mich als 20-Jährigen hatte sich ein Traum erfüllt. Brody will unbedingt die Sehenswürdigkeiten Londons erleben. An diesem Abend möchte er die berühmte Weihnachtsbeleuchtung in der Regent Street anschauen. Daher nimmt er die U-Bahn. Die Londoner wissen jedoch, dass die Hauptstadt auch in der Weihnachtszeit nicht immer friedlich ist. 4 Jahre zuvor hatte die irische Terrororganisation IRA einen Bombenanschlag auf das Kaufhaus Harrods verübt. 8 Tage vor Weihnachten wurden dabei 6 Menschen getötet. Geheimdienstexperten befürchten nun, dass die IRA London erneut ins Visier nimmt. Doch niemand weiß, wo die Terroristen zuschlagen könnten. Uhr. 27 Meter unter der Erde strömen Fahrgäste im Bahnhof King's Cross aus den U-Bahn-Zügen und fahren mit den Rolltreppen hinauf in die Schalterhalle oder auf die Straßen Londons. Von der Rolltreppe zur Piccadilly Line aus beobachten mehrere Pendler einen Mann in einem blauen Overall, der ganz in ihrer Nähe in einen Schacht steigt. Den Anblick von Arbeitern rings um die hölzernen Rolltreppen des veralteten und maroden Londoner U-Bahn-Systems ist man hier gewöhnt. 2 Minuten später fährt der Elektroingenieur Philip Squire auf der Rolltreppe nach oben. Er will zur Straße gelangen. Dabei stellt er sich den Regeln gemäß rechts auf die Laufbahn. As I was standing there, ich stand so da und sah mich um, wie man es eben so macht. Dabei schaute ich auch nach unten. Er sieht etwas Merkwürdiges. Ein Licht unter den Holzstufen. Ich sah diesen sehr hellen, starken Lichtschein. Oben angekommen, holt er einen Mitarbeiter der Londoner U-Bahn herbei. Beide suchen das Licht, das Squire auf halber Treppenhöhe unter sich gesehen hat. Doch es ist verschwunden. Ich kam mir ehrlich gesagt etwas blöd vor, denn es war nichts mehr zu sehen. Philip Squire macht sich wieder auf den Weg. Es ist ihm peinlich, für so viel Aufhebens gesorgt zu haben. Wenige Minuten später drückt ein Mann den Nothalteknopf für die Rolltreppe zur Piccadilly Line. Ein
Ein Mitglied der British Transport Police auf einer Routinepatrouille untersucht die Angelegenheit. Er entdeckt eine kleine Flamme auf einer der Holzstufen. Dies ist keine Überraschung. Brände kommen in der veralteten Londoner U-Bahn immer wieder vor. In den letzten 3 Jahrzehnten hatte es über 400 gegeben. Der Polizist eilt zurück in die Schalterhalle, von wo aus er über Funk die Londoner Feuerwehr alarmieren kann. Weiter unten wird die Rolltreppe der Piccadilly Line routinemäßig abgesperrt, um die Fahrgäste von dem kleinen Brand fernzuhalten. 19.39 Uhr. 9 Minuten nach dem Alarm beschließt die Polizei, den Bahnhof zu räumen, als Vorsichtsmaßnahme. Einen Kilometer entfernt im Stadtteil Soho reagieren die Feuerwehrmänner der Red Watch Brigade auf den Alarm und eilen zum Bahnhof King's Cross. Soho ist die meistbeschäftigte Feuerwache in London. Ihre Mannschaft hat bereits hunderte Brände gelöscht. 19.43 Uhr. Die Red Watch Brigade erreicht die Schalterhalle am King's Cross. Der 45-jährige Brandmeister Colin Townsley leitet den Einsatz. Townsley ist verheiratet und hat 2 Töchter. Er steht seit 23 Jahren in Diensten der Londoner Feuerwehr und träumt davon, früh in Pension zu gehen und sich auf einen kleinen Landsitz in Frankreich zurückzuziehen. Townsley ist ein engagierter und anspruchsvoller Einsatzleiter. Er verlangt von seinen Männern Respekt und Loyalität. Einer davon ist Robert Moulton, der bereits seit 4 Jahren unter Townsley, den er Chef nennt, Dienst tut. Townsley nimmt Moulton mit, um den Brand zu untersuchen. Der Brand ist nun etwa so groß wie ein Lagerfeuer. Keiner der beiden ist besorgt. Für uns sah es nicht besonders gefährlich aus, nicht wie ein richtiges Feuer. Es entwickelte auch keine spürbare Hitze. Die Feuerwehrmänner sind sich sicher, dass die Arbeit schnell erledigt ist. Einsatzleiter Townsley bleibt in der Schalterhalle und schickt Moulton und seine Gruppe, um von Höhe der Straße aus mit Wasser zu löschen. 16 Meter darunter dirigiert die Polizei immer noch hunderte von Fahrgästen aus dem Bahnhof. Einer der Polizisten ist der 27-jährige Richard Kukielka. Nach 5 Jahren Dienst sind solche Evakuierungen für ihn reine Routine geworden. Wir mussten nur die Leute aus dem Bahnhof herausbekommen. Kukielka schickt die Fahrgäste auf die Rolltreppe der Victoria Line, die einzige noch funktionierende Treppe. Sie verläuft parallel zur Rolltreppe der Piccadilly Line und führt an denselben Ort in die Schalterhalle, knapp unter der Höhe der Straße. In der Masse der Fahrgäste sucht auch der Neulondoner Damon Brody die höher gelegene Schalterhalle auf. Er wollte die Weihnachtsbeleuchtung sehen, doch sein Zug fährt nicht mehr. Es gab keine Panik, keine Eile, alles war normal. Doch niemand hat die Zugführer über die Evakuierung informiert. Die Züge halten weiter im Bahnhof. So gelangen immer mehr Fahrgäste auf die Bahnsteige. 19.44 Uhr. Das Feuer auf der Holztreppe brennt nun schon seit 15 Minuten. Die Flammen sind jetzt etwa 1,5 Meter hoch. 20 Meter vom Feuer entfernt steht der Polizist Kukielka am unteren Ende der Rolltreppe zur Victoria Line. Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Colin Townsley, befindet sich dagegen in der Schalterhalle. In diesem Moment betritt Damon Brody, der London erkunden will, die Rolltreppe der Victoria Line. Brody erreicht das obere Ende der Rolltreppe und betritt die Schalterhalle. Wenige Augenblicke später schießt ein Flammenstrahl durch den Bahnhof. Es war wie eine Explosion in Zeitlupe. Damon Brody wird voll getroffen. Die Flammen erfassen seine Beine und seinen Unterleib. Es war, als wäre mein Leben in diesem Moment zu Ende. Im Londoner Bahnhof King's Cross ist aus einem kleinen Brand plötzlich ein flammendes Inferno geworden.
Das Feuer erfasst Dutzende Fahrgäste wie aus einem Flammenwerfer. Einer von ihnen ist der 20-jährige Damon Brody. Am stärksten spürte ich, dass mein Rücken und meine Beine brannten. Mittlerweile dringt dichter schwarzer Rauch aus dem Bahnhof auf die höher gelegene Straße. Hier bringt Feuerwehrmann Robert Moulton einen Schlauch in Stellung, um den Brand zu bekämpfen, der eben noch ein winziges Rolltreppenfeuer war. Man hört ein gewaltiges Fauchen. Und dann diese schrecklichen Schreie, die nicht enden wollten. Moulton ist geschockt. Er weiß, dass die Schalterhalle eben noch voller Menschen war, darunter auch sein Chef, Einsatzleiter Colin Townsley. Nachrichtenteams filmen, wie Moulton und seine Kameraden die Sauerstoffgeräte greifen und trotz der Gefahr in die brennende Schalterhalle stürmen, um nach Überlebenden zu suchen. Wir dachten nur daran, uns den Weg nach unten ins Feuer zu bahnen und Verletzte zu retten. Mitten im Inferno wälzt sich Damon Brody hin und her, um die Flammen auf seinem Körper zu löschen. Endlich gelingt es ihm. Er hat schwere Verbrennungen erlitten und sieht sich jetzt einer weiteren Gefahr gegenüber, dem dichten, erstickenden Rauch. Es war fürchterlich heiß. Meine Kehle und die Lungen brannten. Wenige Augenblicke nach dem Ausbruch des Feuers bietet sich dem jungen Polizisten Richard Kukielka vom unteren Ende der Rolltreppe aus ein unheimlicher Anblick. Als ich die Rolltreppe hinaufblickte, sah ich nur noch Dunkelheit. Er erkennt, dass er einige Fahrgäste unwissentlich die Rolltreppe hinauf mitten in das Inferno geschickt hat. Doch die brennende Schalterhalle ist der einzige Fluchtweg hinaus auf die Straße. Geistesgegenwärtig stoppen Polizisten und Bahnhofspersonal weitere Züge und dirigieren die Fahrgäste ins Freie. Doch der Feuerwehrmann Robert Moulton kämpft sich weiter durch die Schalterhalle auf der Suche nach Opfern, unter ihnen auch sein Vorgesetzter Colin Townsley. Die gewaltige Stärke des Brandes überrascht ihn. Diese gewaltige sengende Hitze war einfach unglaublich. Dann, als er mit seiner Taschenlampe durch den Rauch leuchtet, sieht er etwas. Es ist ein weißer Helm. Dieser Anblick lässt seine Hoffnung sinken. Er weiß, dass nur die Einsatzleiter der Feuerwehr weiße Helme tragen. Ich ging mit meiner Gesichtsmaske ganz nah an den Helm und hielt meine Lampe darauf. Ich erkannte die weiße Farbe und wusste, dass es Collins Helm war. Townsley bewegt sich nicht mehr. Und selbst wenn er noch lebt, ist Moulton klar, dass giftiger Rauch in die Lungen seines Vorgesetzten gedrungen ist. Er muss ihn ins Freie bringen. Und zwar schnell. Tief unter der Erde glaubt die Polizei, dass sie alle ins Freie gebracht hat. Doch dann finden Kukielka und seine Kollegen einen zusammengesunkenen Fahrgast am Fuße der Rolltreppen. Seine Haare, sein Kopf und seine Hände waren schwer verbrannt. Er hatte starke Schmerzen und schrie. Der Mann braucht dringend medizinische Versorgung. Seine Verbrennungen sind jedoch zu schwer, um ihn mit dem Zug zu evakuieren. Der junge Polizist fürchtet, dass sie in der Falle sitzen. Dann fällt ihm ein, dass es noch einen anderen Weg nach oben zur Straße gibt. Gemeinsam schleppen sie den Mann zu den Eisentoren vor dem Ausgang, an den Kukielka sich erinnert hat. Doch als sie dort ankommen, muss Kukielka zu seinem Entsetzen feststellen, dass jemand die Tore verschlossen hat. Öffne die Tore! Das Einzige, was blieb, war zu versuchen, die Eisentore einzutreten. Er rüttelt heftig an den Eisentoren, die aber nicht nachgeben. Und der junge Polizist kann keine Hilfe herbeirufen, da sein Walkie-Talkie unter der Erde nicht funktioniert. Ihre Lage ist bedrohlich. Über ihnen wütet das Feuer und Rauch breitet sich überall im Bahnhof aus. Uns schmerzten die Augen und die Brust. Wir bekamen kaum noch Luft.
Zur selben Zeit zieht oben in der brennenden Schalterhalle der Feuerwehrmann Moulton seinen Einsatzleiter Townsley aus dem brennenden Inferno. Er weiß nicht, dass Damon Brody nur wenige Meter entfernt um sein Leben kämpft. Brodys Lungen schmerzen und er sehnt sich nach Schlaf. Ich dachte, ich werde jetzt schlafen und wenn ich aufwache, wird alles vorbei sein. Dutzende Opfer ersticken in der brennenden Schalterhalle an dem giftigen Rauch. Doch auf den Straßen über ihnen filmen Kamerateams, wie Feuerwehrleute ins Freie taumeln. Hitze und Flammen haben ihnen den Weg versperrt. Diese Männer sind sich der immer hoffnungsloseren Lage der unten eingeschlossenen Überlebenden bewusst. Uhr 19:52. 7 Minuten sind seit dem Ausbruch des Feuers im Londoner Bahnhof King's Cross vergangen. Unter der Erdoberfläche sind Zugreisende immer noch gefangen. Auf den Straßen um den Bahnhof herrscht ein komplettes Chaos. Feuerwehrmann Robert Moulton versucht verzweifelt, seinen Vorgesetzten Colin Townsley durch Mund-zu-Mund-Beatmung mit Sauerstoff zu versorgen. Gleich nachdem ich die erste Luft in seine Lungen geblasen hatte, hustete er. Ich dachte, das sieht gut aus und machte weiter. Durch dieses Lebenszeichen ermutigt, verdoppelte Moulton seine Bemühungen. Schließlich wird sein Vorgesetzter von Sanitätern ins Krankenhaus gefahren. 16 Meter unter der Erde, im Labyrinth der U-Bahn-Schächte, versucht der 27-jährige Polizist Richard Kukielka, einen Schwerverletzten ins Freie zu bringen, bevor sich das Feuer noch weiter ausbreitet. Doch er ist hinter einem verschlossenen Tor gefangen. Alle Versuche, das Tor zu bewegen, scheitern. Dann endlich erscheint ein Mitarbeiter des Reinigungspersonals auf der anderen Seite. Dieser Mann ahnt nicht, dass über ihm ein Feuer wütet. Doch jetzt wird er zum Lebensretter. Er hat einen Schlüssel für den Ausgang. 32 Minuten nach Ausbruch des Brandes kann Kukielka den Verletzten ins Freie bringen. Oben in der brennenden Schalterhalle verlassen den nur ein paar Meter vor der Rolltreppe liegenden Damon Brody die Kräfte. Doch dann ergreift den 20-Jährigen ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Ich fand das ungerecht. Ich hätte nichts dagegen gehabt, eine Woche später zu sterben, auf irgendeine Weise. Ich wollte nur nicht, dass es hier und jetzt geschieht. Mit letzter Kraft kriecht er blindlings durch den Rauch auf der verzweifelten Suche nach einem Ausweg. Der Boden ist unerträglich heiß und macht jeden Meter, den er vorankriecht, zur Qual. Dann sieht Brody durch den Rauch hindurch einen Treppenaufgang vor sich. Er zieht sich hinauf, Zentimeter für Zentimeter. Plötzlich sieht er, wie sich ihm aus der Dunkelheit eine Hand entgegenstreckt. Ein Fremder beugt sich herunter und schleppt Brody die Treppe hinauf. Hinaus aus dem Albtraum. Als ich die oberste Treppenstufe erreichte, das war unglaublich. Durch einen glücklichen Zufall ist Brody 20 Meter weit durch die brennende Schalterhalle genau auf den nächsten Ausgang zugekrochen. Damon Brodys Haut ist zu 40% verbrannt, aber er lebt. Ein Krankenwagen bringt ihn ins Londoner University College Hospital. Er sah aus, als hätte er in einem Lagerfeuer gelegen. Am Bahnhof King's Cross ist es den Feuerwehrmännern unterdessen gelungen, die Gefahr einzudämmen. In der zerstörten Schalterhalle finden sie jedoch nur noch Tote. Dann erhalten Robert Moulton und seine Feuerwehrkameraden eine weitere schreckliche Nachricht. Ihr Chef, Einsatzleiter Colin Townsley, ist im Krankenhaus an einer Rauchvergiftung gestorben. Wir waren alle niedergeschlagen und geschockt. Wir fühlten uns wie gelähmt.
Der Brand kann erst 6 Stunden später, um 1.46 Uhr am nächsten Morgen, gelöscht werden. Bei dem Inferno sind 31 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 20 wurden schwer verletzt. Guten Tag. Die Ursache für den Brand im Londoner Bahnhof King's Cross ist weiterhin unklar. Das jüngste Opfer war erst 7 Jahre alt. Die Angehörigen der Opfer, wie auch die Überlebenden, versuchen, das traumatische Erlebnis zu verarbeiten. Unter ihnen befindet sich der 32-jährige Steve Hansen. Ich habe 3 Kinder und eine wunderbare Frau. Mein Jüngstes ist gerade erst 6 Wochen alt. Das treibt mich weiter. Ich lebe nur für sie. Die Nation ist geschockt von der Tragödie. Die Briten sind mit ihrem Königshaus in Trauer vereint. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher begibt sich an den Unglücksort und ist sichtlich entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung. Doch die Gründe für das Unglück liegen zu diesem Zeitpunkt noch im Dunkeln. Mehr als 2 Millionen Menschen nutzen täglich die Londoner U-Bahn. Würde die Premierministerin sie schließen, käme ganz London zum Stillstand. Thatcher beauftragt eine Untersuchungskommission mit der Klärung der Ursachen. Was hat das Feuer ausgelöst? Und wie konnte sich ein kleiner Brand in wenigen Sekunden in einen so gewaltigen Flammenstrahl verwandeln? Durch eine Rekonstruktion der Ereignisse an diesem verhängnisvollen Tag sowie eine genaue Analyse der Untersuchungsergebnisse können wir enthüllen, was wirklich im Inferno am King's Cross geschah. Mithilfe einer Computersimulation dringen wir an Orte vor, die keine Kamera je erreichen kann, ins Herz der Katastrophe. Die britische Regierung beauftragt ein 21-köpfiges Expertenteam aus 5 verschiedenen Behörden mit der Untersuchung. Der Ingenieur David Shillito ist einer der leitenden Ermittler. Shillito ist seit 34 Jahren ein internationaler Experte für Brandkatastrophen. In der ausgebrannten Hülle des Bahnhofs King's Cross sucht er nach Indizien für die Ausbreitung des Feuers. Die Brandmuster waren entscheidend. Dazu gehört die Form der Brandspuren an der Rolltreppe und der Rauch, der die U-Bahn-Station geschwärzt hat. Dieses Großfeuer breitete sich stoßweise aus. Shillito erkennt sofort, dass dies kein gewöhnlicher Brand war. Doch er benötigt mehr Anhaltspunkte über das Verhalten des Feuers. Innerhalb von Stunden nach dem Unglück macht die Polizei jeden ausfindig, der Augenzeuge des Feuers war. Sie befragen Hunderte. Einige Zeugen schildern einen Feuerstoß, der die Rolltreppe hinaufschoss und in die Eingangshalle reichte, wie bei einem Schweißbrenner oder einem Flammenwerfer. Von einer Minute auf die andere verwandelte sich eine harmlose Situation in ein schwarzes Höllenszenario. Die explosive Kraft des Infernos legt einen entsetzlichen Verdacht nahe. Es könnte sich um einen Terroranschlag handeln. Die IRA hat schon vorher Bombenanschläge in London verübt. Ist dies ein Beginn eines schrecklichen neuen Kapitels terroristischer Anschläge, die diesmal auf die Fahrgäste der Londoner U-Bahn abzielen? Stunden nach der Katastrophe macht die Polizei eine erschreckende Entdeckung. 3 Augenzeugen geben an, einen Mann in einem blauen Overall in der Nähe der Rolltreppe zur Piccadilly Line gesehen zu haben. Genau an der Ausbruchsstelle und nur Minuten vor dem Brand. 2 von ihnen haben ihn beim Einstieg in einen Schacht beobachtet. Wohin führt er? Leitende Angestellte der U-Bahn informieren die Polizei, dass der Schacht genau in den Hohlraum unter der Rolltreppe führt. Doch die Beschreibung der mysteriösen Person passt auf keinen der an diesem Tag eingesetzten Mitarbeiter. War er ein Terrorist der IRA, der unter der Rolltreppe einen Sprengsatz platziert hat? Das Ermittlerteam zieht den auf rätselhafte Brände spezialisierten Forensiker David Halliday hinzu. In dem abgesperrten Bahnhof demontieren Techniker auf der Suche nach Hinweisen die zerstörte Rolltreppe.
Auf halber Höhe der Treppe entdecken sie das klassische Muster für die Ausbruchsstelle eines Feuers. Diese befindet sich unter der Rolltreppe, nahe der Laufbahn. Auf der gesamten Rolltreppe finden sie jedoch keinen Explosionskrater. Zudem sind die Metallteile nicht beschädigt, dies wäre ein Hinweis auf eine Explosion. Alle Stahlteile und das Grundgerüst der Rolltreppe waren grundsätzlich intakt. Die stellenweisen Verformungen sind durch die Hitze entstanden und nicht durch eine Explosion. Das Ermittlerteam schließt daher einen Bombenanschlag als Unglücksursache aus. Doch die Ermittler haben noch einen Verdacht. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Feuer ausbreitete, legt noch ein anderes Verbrechen nahe: Brandstiftung. War der Mann im blauen Overall ein Brandstifter? Vielleicht ein ehemaliger U-Bahn-Angestellter, der sich rächen wollte? Halliday macht sich jetzt auf die Suche nach Spuren eines Brandbeschleunigers, wie etwa Benzin, der Visitenkarte des Brandstifters. Die nahe Umgebung der Ausbruchsstelle wird genauestens untersucht. Die Experten können jedoch nicht den typischen Geruch feststellen, den Brandbeschleuniger stets hinterlassen. Halliday erkennt, dass das Feuer an einer ziemlich unzugänglichen Stelle ausbrach. Es wäre kaum möglich, dort ein Feuer zu legen, während sich die Räder der Rolltreppe neben der Laufbahn bewegen. Auch der Mann im blauen Overall bleibt ihnen ein Rätsel. Es scheint jedoch klar, dass es sich um eine Verwechslung handelt. 2 Tage nach dem Brand verwirft das Ermittlerteam die Brandstiftungstheorie endgültig. Die Ermittler konnten die Brandursache bisher noch nicht feststellen, schließen Brandstiftung jedoch aus. Die große Geschwindigkeit, mit der sich ein kleiner Brand in einem so gewaltigen Feuerball verwandeln konnte, bleibt weiterhin ein Rätsel. Sollte dieses Feuer zufällig entstanden sein, ist die Ursache für seine schlagartige Ausbreitung noch schwieriger zu erklären. Die Ermittler müssen immer noch herausfinden, wie das Feuer ausbrechen konnte. Da sie keine weiteren Indizien finden, untersuchen sie die nicht verbrannten Bereiche unter der Rolltreppe. Hier stoßen sie auf etwas Merkwürdiges. Die hölzernen Randleisten entlang der 42 Meter langen Rolltreppe weisen Versengungsspuren auf. Und nicht nur eine oder zwei von ihnen, sondern 18 Leisten. Ich schloss daraus, dass es schon früher Feuer auf der Rolltreppe gegeben hatte. Das ist eine schockierende Erkenntnis. Etwas hat zahlreiche kleine Feuer auf der Rolltreppe ausgelöst und eines davon entwickelte sich zur Katastrophe im Bahnhof King's Cross. Im Londoner U-Bahn-System gibt es unzählige hölzerne Rolltreppen. Wenn die Ermittler die Ursache für die kleinen Brände nicht bald herausfinden, wird es vielleicht nur eine Frage der Zeit sein, wann das nächste Inferno in der Londoner U-Bahn ausbricht. Forensiker untersuchen das verheerendste Feuer, das je in der Londoner U-Bahn gewütet hat. Und sie machen eine schockierende Entdeckung. Im Zentrum der Katastrophe finden sich Spuren von 18 in der Vergangenheit unentdeckten Bränden unter der Rolltreppe. Doch den Ermittlern fällt etwas Seltsames auf. Fast alle Versengungsspuren der kleinen Feuer befinden sich unter der rechten Seite der Rolltreppe. Das ist ein entscheidendes Indiz. Die Verhaltensregeln für U-Bahn-Fahrgäste besagen, dass man auf der linken Seite der Rolltreppen aufwärts geht, während man rechtsseitig steht. Eine Zigarette lässt sich leichter anzünden, wenn man auf der rechten Seite stehen bleibt. Könnten achtlos fortgeworfene Streichhölzer Feuer unter der Rolltreppe verursacht haben? In der Tube ist das Rauchen allerdings schon mehr als 2 Jahre zuvor verboten worden. Die älteren, kleineren Feuer könnten daher durch Streichhölzer verursacht worden sein. Doch gilt dies auch für die jüngste Brandkatastrophe? David Shillito und sein Team befragen dazu das Bahnhofspersonal. Dies führt sie auf eine Spur. Das Rauchverbot hatte sich als vollkommen wirkungslos erwiesen. Die Leute konnten weiter ungestraft im Bahnhof rauchen. Die Einhaltung des Verbots wurde nur unzureichend überwacht.
Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit der Ermittler auf die Theorie, dass ein Raucher ein brennendes Streichholz achtlos fortgeworfen und so das Feuer verursacht haben könnte. Dabei musste etwas dafür gesorgt haben, dass dieses eine Feuer sich ausbreiten konnte, während alle anderen harmlos blieben. Der Forensiker David Halliday glaubt, dass das Feuer nahe der Rolltreppenlaufbahn entstanden ist. Deren Teile bestehen aber durchweg aus Metall. Ein Feuer würde hier kaum Nahrung finden. Halliday untersucht einen unversehrten Abschnitt der Laufbahn und entdeckt darauf eine dicke Schicht Schmierfett. Er weiß, dass das Fett allein sich kaum entzündet. Bei näherer Untersuchung jedoch stellt er fest, dass die Laufbahn mit weggeworfenen Tickets, Bonbonpapier, Kleidungsresten, Menschenhaaren und Resten von Rattenfell übersät ist. Die Laufbahnen waren offensichtlich seit ihrer Inbetriebnahme zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch nie gründlich gereinigt worden. Könnten sich diese aus 4 Jahrzehnten stammenden Abfallreste entzündet haben? Halliday kehrt ins forensische Labor der Polizei zurück, um mit dem Gemisch aus Schmierfett und Abfall einen einfachen Versuch durchzuführen. Dabei verwendet er eine offene Flamme, um die Wirkung eines brennenden Streichholzes zu simulieren. Das verdreckte Fett fängt sofort Feuer. Ich fand am Unglücksort nur ein Material, das durch eine Flamme entzündbar war. Und der Versuch bewies, dass es sich tatsächlich entzündet hatte. Das Experiment zeigt, dass der brennbare Abfall in dem Gemisch das Fett erhitzen und entzünden kann. Dies ist eine verblüffende Entdeckung. Offenbar lauert unter den zahlreichen hölzernen Rolltreppen in der Londoner U-Bahn eine schreckliche Feuergefahr. Doch auch wenn sich im Laborversuch das schmutzige Fett mit dem Bunsenbrenner entzünden lässt, beweist dies noch nicht, dass ein herunterfallendes Streichholz das Feuer tatsächlich ausgelöst hat. Daher beschließen David Shillitoe und sein Ermittlerteam, die Kette von Ereignissen im Bahnhof King's Cross nachzustellen. 51 Tage nach der Katastrophe versammelt sich das Team um 2 Uhr morgens an dem Unglücksort der verkohlten Rolltreppe zur Piccadilly Line. Diese Originalaufnahmen dokumentieren ein waghalsiges Experiment. Die Londoner Feuerwehr steht bereit, um das Feuer sofort wieder zu löschen. Einer der Ermittler lässt auf der unbeschädigten unteren Hälfte der Rolltreppe ein brennendes Streichholz in den 1 cm breiten Spalt zwischen den Stufen und der Seitenwand fallen. 3, 2, 1, los! Die Ermittler halten den Atem an. Wird die Flamme das schmutzige Schmierfett entzünden? Sie werden womöglich Dutzende Streichhölzer benötigen, um die Wahrheit herauszufinden. Ein paar Staubflusen haben Feuer gefangen. Es ist unglaublich. Schon das erste Streichholz entzündet das Gemisch aus Fett und Abfallresten. Bereits das erste Streichholz entzündete ein Feuer. Das allererste. Nach 1 Minute und 55 Sekunden erkennen die Ermittler durch den Spalt zwischen den Stufen ein schwaches Glimmen. Nach knapp 7 Minuten züngeln Flammen durch die Holzstufen. Es dringt jetzt nach oben auf die Stufen. Sieht nicht so aus, als würde es aufhören. Das Experiment ist geglückt, und zwar voll und ganz. Doch jetzt sehen sich Shillitoe und sein Team einer Gefahr ausgesetzt. Sie wollen die Ausbreitung des Feuers beobachten, dieses könnte jedoch plötzlich außer Kontrolle geraten, genau wie am Unglückstag. Reicht Ihnen das? Nachdem Sie einen Kameraden bei der Katastrophe verloren haben, ist die Aufmerksamkeit der Feuerwehrmänner geschärft. Gleich ist der Augenblick gekommen, an dem wir abbrechen sollten. Wir brauchen die Winde für den Hochdruckschlauch. Wir rollen den Schlauch jetzt ab. Das Feuer wurde immer größer. Schließlich wies uns die Feuerwehr an, es zu löschen. Der Versuch hat einen großen Fortschritt gebracht.
Jetzt sind die Ermittler überzeugt, dass das Feuer am Bahnhof King's Cross ausgelöst wurde durch ein herunterfallendes Streichholz, welches das verdreckte Schmierfett entzündete. Um jedoch ein weiteres Unglück zu verhindern, müssen sie noch die wichtigste Frage klären. Wodurch konnte sich eine kleine Flamme in Sekundenschnelle in einen so gewaltigen Feuerstoß verwandeln? Die Ermittler sind jetzt sicher, dass ein paar Kilogramm brennendes Schmierfett nicht zu einem derart heftigen Flammenstoß führen können. Dafür brennt das Fett zu langsam. Die Jagd nach dem fehlenden Faktor wird intensiver. Die Ermittler gehen jetzt einer Theorie nach, die in den Medien verbreitet worden ist. Demnach könnte hier ein Phänomen aufgetreten sein, das nur in U-Bahn-Schächten in Erscheinung tritt. Wenn ein Zug an einen U-Bahnsteig heranfährt, schiebt er eine Luftmasse vor sich her. Dieses Phänomen bezeichnet man als Kolbeneffekt. Er ermöglicht eine Belüftung des U-Bahn-Systems. Hat nun also ein heftiger Luftstrom wie ein riesiger Blasebalg gewirkt und dabei den Flammenstoß erzeugt, von dem die Augenzeugen berichten? Die Ermittler untersuchen die Fahrtenbücher des Unglückstages. Sie wollen die Bewegungen der ein- und ausfahrenden Züge studieren. So können sie sich ein Bild über die Luftbewegung im Rolltreppenschacht machen. Sie finden heraus, dass in den 10 Minuten vor der Katastrophe Züge von den U-Bahnsteigen abfuhren, wodurch frische Luft den Rolltreppenschacht hinuntergedrückt wurde. Dies hätte keine große Auswirkung auf das Feuer gehabt. Doch die Ermittler stellen auch fest, dass um 19.42 Uhr, nur 3 Minuten vor dem Ausbruch des Feuers, eine entscheidende Veränderung eintrat. Ein nach Osten fahrender Zug fährt ein. Sekunden später erreicht auch eine nach Westen fahrende Bahn die Station. 2 beinahe gleichzeitig einfahrende Züge haben eine große Wirkung auf die Luftströme. Sie drücken eine große Luftmasse durch den Rolltreppenschacht aufwärts, in derselben Richtung, in der sich das Feuer bewegt. Dies ist ein vielversprechender Anhaltspunkt. Die Ermittler wollen wissen, ob hier der Schlüssel zur Katastrophe liegt. Daher berechnen sie, ob der Luftstrom sich schnell genug bewegte, um entscheidend auf das Feuer zu wirken. Sie messen den Luftstrom, der von 2 U-Bahn-Zügen erzeugt wird. Das Ergebnis: Wenn eine Bahn unmittelbar nach der anderen einfährt, würde sich der Luftstrom mit 3,25 Metern pro Sekunde den Rolltreppenschacht hinaufbewegen. Das sind nur 12 km/h. Damit wäre der Luftstrom nicht annähernd schnell genug, um einen so gewaltigen Feuerstoß auszulösen. Die Ermittler sind enttäuscht. Der Kolbeneffekt liefert somit keine Erklärung für den unkontrollierten Flammenstoß. Nach einem Monat harter Arbeit kommen die Ermittler zum Stillstand. David Schlitter und sein Team sind der Erklärung für die rasche Verwandlung eines kleinen Feuers in einen verheerenden Brand nicht näher gekommen. Sie konnten bisher einen Terroranschlag, Brandstiftung und auch die Wirkung des Luftstroms als Ursache ausschließen. Zudem hat eine gründliche Untersuchung des Rolltreppenschachts keine Spuren eines Brandbeschleunigers gezeigt. Die Ermittler brauchen dringend einen neuen Denkansatz. Daher wenden sie sich an den Lehrstuhl für rechnergestützte Modellerstellung an der berühmtesten Lehranstalt Großbritanniens, Oxford. Dr. Ian Jones und Suzanne Simcox sind Pioniere im Einsatz der weltweit schnellsten Computer. Mit ihrer Hilfe können sie Wärmeströme vorhersagen, etwa im Zusammenhang mit Kernkraftwerken. Die Ermittler hoffen, dass ihnen die Software der Experten Aufschlüsse über die Brandkatastrophe im Bahnhof King's Cross vermittelt. Simcox erstellt ein präzises Computermodell des U-Bahnhofs King's Cross und lässt darin ein kleines virtuelles Feuer entstehen. Bei seiner Ausbreitung geschieht etwas Seltsames. Die Flammen legen sich auf die Rolltreppenstufen nieder und haften daran, obwohl sie nach physikalischen Gesetzen eigentlich aufwärts zur Decke streben sollten. Dies erscheint so merkwürdig, dass Simcox zunächst fürchtet, dass sie einen grundlegenden Fehler gemacht hat.
Als wir dieses Ergebnis anderen zeigten, fragte man uns, ob die Schwerkraft in unserem Computermodell in der richtigen Richtung wirkte. Im Modell kann man diese Größe ja nach Belieben eingeben, aber es war korrekt. Ein Fehler ist ausgeschlossen. Die Flammen legen sich weiterhin auf die Stufen der Rolltreppe. Nach 30 Sekunden jedoch schießen sie mit hoher Geschwindigkeit die Rolltreppe hinauf. Dies entspricht den Augenzeugenberichten vom Bahnhof King's Cross. Die Wissenschaftler sind perplex, denn dieses Verhalten der Flammen erscheint widersinnig. Das Feuer ist da, obwohl es unmöglich scheint. Die Wissenschaftler können den Ermittlern nur die Information liefern, dass der physikalische Aufbau der Rolltreppe auf irgendeine Weise das Verhalten des Feuers bewirkt hat. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit, um eine schlüssige Erklärung zu finden. Sie müssen den Brand im Bahnhof King's Cross in seinen tatsächlichen Ausmaßen rekonstruieren. Juli 1988, 9 Monate nach dem Unglück. 290 Kilometer nördlich von London, im Herzen von Derbyshire, führen David Shillito und sein Team ein aufwendiges Experiment durch. Auf einem Feld, das von einem ortsansässigen Bauern gemietet wurde, errichten sie ein Modell der Rolltreppe zur Piccadilly Line sowie der Schalterhalle. Dabei werden nur authentische Materialien verwendet. Daneben werden eine ganze Reihe von Wärmesensoren und Kameras aufgebaut. Sie werden ein Feuer entzünden, das diesmal nicht gelöscht wird, was auch immer geschieht. 3, 2, 1, los! Ein Techniker zündet die Rolltreppe an der exakt richtigen Stelle an. Das Ermittlerteam und die Computerexperten schauen gebannt zu. Dies könnte die letzte Chance sein, die Brandursache für die Katastrophe am King's Cross aufzudecken. Nach 6 Minuten verhält sich der Brand wie ein gewöhnliches Holzfeuer. Die Flammen stehen aufrecht. Bei dieser Geschwindigkeit könnte es bis zu 60 Minuten dauern, bis die Flammen dieses Versuchsfeuers die Schalterhalle erreichen. Die Sekunden verstreichen. Es scheint immer deutlicher, dass das Computermodell fehlerhaft war. Die Arbeit der Ermittler scheint vergebens. Wenn das Experiment fehlschlägt, bleibt das Rätsel um die Brandkatastrophe vom Bahnhof King's Cross womöglich für immer ungelöst. Die Ermittler, welche die Brandkatastrophe vom Londoner Bahnhof King's Cross aufklären sollen, haben eine hölzerne Rolltreppe nachgebaut, um diese in Brand zu setzen. Doch das Experiment schlägt fehl. Die Flammen stehen aufrecht wie bei einer Kerze und machen keine Anstalten, sich zu einem Großbrand zu entwickeln. Wieder müssen die Ermittler einen Rückschlag befürchten. Doch dann, nach 7,5 Minuten, verändert sich das Feuer dramatisch. Anstatt weiterhin nach oben zu streben, ändern die Flammen ihre Richtung. Sie legen sich jetzt nieder und haften an den Holzstufen der Rolltreppe. Genau wie im Computermodell. Die Wärmesensoren zeigen einen raschen Hitzeanstieg auf den Stufen direkt über den Flammen. Binnen 20 Sekunden registrieren die Ermittler Temperaturen um 800 Grad. Sekunden später bahnen sich die Flammen unaufhaltsam ihren Weg die hölzerne Rolltreppe hinauf und dringen in das Modell der Schalterhalle. Es sah so aus, wie wir uns das Feuer am King's Cross vorgestellt hatten. Ein Feuerstoß, der in die Schalterhalle der Station eindringt. Schwarzer Rauch und ein Flammenmeer in einem geschlossenen Raum. Es muss dort absolut furchtbar gewesen sein. Verblüfft beobachten die Wissenschaftler die Ausbreitung des Feuers. Dann kommen sie zu einem bemerkenswerten Schluss. Sie stellen fest, dass nicht nur ein, sondern 2 Phänomene zusammen die Brandkatastrophe am King's Cross verursacht haben. Erstens führt die 30 Grad Neigung der Rolltreppe dazu, dass sich die Flammen auf deren Stufen legen.
Zweitens wirken die Seitenwände der Rolltreppe wie ein Kanal oder Graben, der Hitze und Flammen bündelt und nicht entweichen lässt. Wenn das Feuer sich nun ausbreitet und die Schräge erklimmt, schiebt es eine unsichtbare Hitze- und Gaswand vor sich her. Diese erhitzt von unten einen 20 Meter langen Abschnitt der Holzstufen. Etwa 10 Sekunden später erreichen die überhitzten Stufen eine kritische Temperatur zwischen 500 und 600 Grad und beginnen zu brennen. Dadurch entsteht der verheerende Feuerstoß, der blitzschnell durch den Rolltreppenschacht schießt. Dieses Phänomen war in der Wissenschaft zuvor noch nie beobachtet worden. Das Team gibt seiner Entdeckung die Bezeichnung Grabeneffekt. Das Rätsel scheint endgültig gelöst. Die Ermittler kennen jetzt die genaue Kette von Ereignissen, welche zur Brandkatastrophe im Bahnhof King's Cross führten. Sie können die Brandursache erklären und wissen, warum sich das Feuer so verheerend entwickelte und zu dem gewaltigen Feuerball, der durch die Schalterhalle fegte, werden konnte. 31 Menschen befinden sich nur noch Sekunden vor dem Unglück. Mittwoch, 18. November 1987. Gegen Ende der Hauptverkehrszeit lässt ein Fahrgast, der mit der Rolltreppe zur Piccadilly Line aufwärts fährt, ein brennendes Streichholz fallen. Durch Zufall fällt das Streichholz durch einen Spalt zwischen den Holzstufen und landet, immer noch brennend, auf dem mit Müll verdreckten Schmierfett der Rolltreppenlaufbahn. 19.29 Uhr, 16 Minuten vor der Katastrophe. Das Feuer entflammt unter der Rolltreppe. Der Pendler Philip Squire sieht es unter seinen Füßen aufflackern. Er informiert einen Fahrkartenkontrolleur. Als beide von oben hinunterblicken, ist das Feuer wegen des 30-Grad-Winkels für sie jedoch unsichtbar. 2 Minuten vor dem Unglück. Feuerwehrleute erscheinen und schauen sich den Brand an. Sie entscheiden, dass er leicht einzudämmen ist. Doch sie ahnen nicht, dass aufgrund des Grabeneffekts unsichtbare Gase aus den Flammen die Holzstufen erhitzen. Noch 20 Sekunden. Als Brody und andere Fahrgäste die Schalterhalle betreten, entzündet sich plötzlich der überhitzte Teil der Rolltreppe. Jetzt ist die Katastrophe unausweichlich. Flammen schießen die Holzstufen hinauf. Sie legen pro Sekunde 12 Meter zurück. Ein Feuerball dringt mit einer Hitze von 25 Megawatt in die Schalterhalle ein. Diese Energie entspricht derjenigen eines startenden Jumbojets. Menschen, die im Inferno der Schalterhalle gefangen sind, sterben an ihren Verbrennungen oder an Rauchvergiftung. 9 Tage nach dem Brand haben sich Feuerwehrleute vor dem Bahnhof King's Cross in Reihe gestellt, um ihrem Chef, Brandmeister Colin Townsley, die letzte Ehre zu erweisen. Townsley hat eine Ehefrau und 2 Töchter hinterlassen. Damon Brody ist nach einer 6-monatigen Behandlung seiner zu 40% verbrannten Haut wieder genesen. Heute ist er Geschäftsführer einer erfolgreichen Londoner Internetfirma. 11 Monate nach dem Unglück liefert das Team schließlich seinen Bericht ab. Darin finden sich Ausmaß und Ausbreitungsgeschwindigkeit des Brandes, der durch den Grabeneffekt beschleunigt wurde. Der Bericht verfügte den Austausch aller hölzernen Rolltreppen gegen metallene binnen 9 Monaten. Sofort nach dem Brand wurde für eine strengere Einhaltung des Rauchverbots in der Londoner U-Bahn gesorgt. Zudem wird das U-Bahn-Personal seither in der Nutzung der sichersten und schnellsten Fluchtwege geschult. Dank der bahnbrechenden Experimente im Zuge der Ermittlungen sind Feuerwehren auf der ganzen Welt heute über die Brandgefahr auf schrägen Oberflächen informiert.
Im Falle einer ähnlichen Brandkatastrophe könnten diese neuen Erkenntnisse Leben retten.